Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 22 Hockey Ultimate Team. Jawohl, es gibt ganz viele neue Karten. Bronze und Gold mal in dem Pack, okay. Mal was Neues. Es gibt ganz viele neue Karten. Ich hoffe, dass wir vielleicht Max Verano A97, schau, wäre die Team of the Season Karte noch ein bisschen nach oben gegangen. SHL und EHC, was sind EHC Awards? European Hockey Club Awards oder was? Okay. Available now. Milestones. Everly, Larson, Donato. Welches Milestones sind es genau? Gut zu wissen. Available now. Mason McTavish könnte auf 99 kommen. Das wäre natürlich brutal. Rask available now. Schön. Superstar Origins. Lieutenant Oetting auf 98. Boah, ist ja schon eine geile Karte. Oh, Mike Vernon. 97. Nicht schlecht. Brad Hull. Uff. Ja, das ist eine krasse Mannschaft. Und die nächste krasse gleich hinterher. Aber das, Dustin Taves, sage ich mal. Devin Taves, 97. Haben wir schon eine Mannschaft. Kann ich euch nachher gleich zeigen. Ron Hextall, die kennen wir schon. Da hat sich nichts geändert. 98, Josh Manson wäre halt schon geil. Aber ist Rechtshänder. Das ist immer gut besetzt, leider. Rechts. Schade. Schade. Wäre eigentlich wirklich schade. Wir haben 10 Packs übrig. Wir haben eine Veränderung. Wir haben eine ist gut gesagt. Wir haben 5 Fähigkeitspunkte dazu bekommen. Und wir haben, wie gesagt, das sind Devin Taves hier drin. Rasmus Dahlin haben wir da drin. Jetzt müssen wir kurz schauen, ob da hinten noch alles passt. Naja, alles gut. Hat sich nichts geändert. Bis auf die zwei. Das, da bin ich auch kein Fan von, wenn ihr verkehrt herum seid. Und das noch irgendwo? Jawohl. 4-Mann Powerplay haben wir dasselbe Problem. 3-Mann Penalty Kill ebenfalls. In Overtime steht er nicht auf dem Eis. Stärken wieder im Tor. Okay, pass auf. Fähigkeiten verwalten, speichern. Wir müssen ihm nachher noch eine neue Trikot nochmal geben. Kein Wettkampf. Shutdown. Ist, glaube ich, ganz nice. Außerdem haben wir noch jemanden was Neues. Genau, Darlin hat auch Shutdown mit dabei. Mal gucken, wie sich das auszahlt. Seagrass hat jetzt ganz allein und trickreich dabei. Mal gucken, ob da was machbar ist. Genau, jetzt holen wir erstmal kurz Trikot Nummer 25. Dann machen wir die Packs auf. Beziehungsweise machen wir erst die Packs auf. Vielleicht haben wir ja zufällig glücklicherweise die 25 schon drin. Was ich nicht glaube, aber wie ihr wisst, Hoffnung stirbt zuletzt. So, Basispack. Mal ein Satz mit X, mal was ganz Neues. Nächste Basispack gleich hinterher. Andy McGee, ne? Jumbo Energy Spielerpack. Ne, auch nichts. Da muss ich einfach sagen, wir haben jetzt so langsam echt eine gute. Oh, doch, da ist sogar was. Oh, Roman Josi, nice. Da haben wir langsam wirklich eine gute Sammlung hingelegt, was das angeht. Also, das, was noch im Store rumliegt, ist definitiv brauchbar für kommende Events. Wir haben damit, Leute, so viel angesammelt, dass wir da echt viel eintauschen könnten. Egal wann, egal zu was. Wenn wir da wirklich nochmal was brauchen. Oettinger. Premium Spielerpack. Devin Taves hat eigentlich Nummer 7. Die Nummer 7, wie ihr aber wisst, hat bei uns Cale Makar. Weil Alexander Ovechkin die 8 hat. Kein Glück. So. Letztes Pack.
Jo, kann man mal machen. 95 Chris Letang. Nur schade, dass der nicht gut genug ist. Aber hey, das sind 10 Sammelobjekte. So müssen wir das sehen. So, Börse, Auktionshaus. Wir suchen die Nummer 25. Preis vergleichen. Passt, nehmen wir. Damit hat Devin Taves seine Nummer. Morgen haben wir 2 Spiele. Gegen durchaus starke Gegner. Und zwar einmal den Besten, also die Besten aus dem Besten. Und einmal die Besten aus dem Osten. Also einmal gegen die Avalanche und einmal gegen die Lightning. Mal gucken, wie das funktioniert, wie das Spiel läuft. Bin ich sehr gespannt. Könnten wir eigentlich mal kurz suchen, dass wir für dieses Spiel dann andere Trikots haben, oder? Ausnahmsweise mal. NHL für das Stanley Cup Ding ist das, glaube ich, ganz okay. Lightning. Bei den Kings können wir auch noch nachschauen. Da bräuchte ich ein Trikot. Das haben die genau 2-mal gerade auf dem Markt. Aber das ist gut. Unser Sommertrikot ist da. Nice. Einfach mal kurz so nebenbei. Los Angeles Kings. Ich wollte jetzt euch zu den Colorado Avalanche. In Hoffnung, dass sie das Trikot da haben. Natürlich haben sie das Trikot nicht da, wenn man es mal braucht. Wäre auch zu schön gewesen. Wäre auch zu schön gewesen, finde ich. Aber gut, dann spielen wir halt in unseren Farben. Auch kein Problem. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Mit 2 Folgen. Genau, bis dahin, Tschüssikowski, bleibt gesund. Wir sehen uns.